So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Command & Conquer Tiberium Wars. Jo, wir haben uns ja gestern hier wunderschön eingegraben, so dass wir kaum stürmen können mehr, aber wir werden es heute schaffen. Unser Leben gehört ja. Genau, also ich bin der Loris. Ich bin die Cassie. Bist du noch nicht an? Doch, du bist an. Ich muss dich nur lauter machen. Dann mach dich lauter. Jetzt habe ich dich lauter gemacht. Okay, ich bin immer noch die Cassie. Gut. Und das ergibt dann immer noch? Low Cass. Sehr schön. Dum. Ja, wir sind ja immer noch, produzieren wir noch Truppen hier. Wenn die fertig produziert sind, meine Freunde, wenn die fertig produziert sind. Das Tiberium wird uns befreien. Tja, wenn da nicht der Feind stehen würde. Unser Leben gehört Kane. Fängt ja genauso interessant an wie gestern. Sparen. Ja, es hat halt sehr schwach angefangen und dann unglaublich schnell nachgelassen. Ja. Ja, aber ich glaube, die zerlegen uns, bevor wir da oben sind. Ne? Also, wobei, wir haben ja gestern noch einen riesen Angriff gemacht, aber... Naja. Ich weiß nicht. Also, im Internet sind sie immer wieder mal mit diesen Gleitern darüber geflogen. Und um zu gucken, was los ist. Wir sind darüber geflogen, haben die dann abgesetzt, haben ein bisschen was geschossen. So kamen die dann wohl irgendwie nicht auf die Basis, aber ich habe keine Ahnung. Macht für mich jetzt rein von der Logik her keinen Sinn. Wo sind denn unsere Gleit? Haben wir einen? Nee, wir haben gar keine. Hm. Unser Leben gehört Kane! Bau unterbrochen, abgebrochen. Gehen wir auf die Jagd! Jetzt ging das aber schon mal ein bisschen länger hier. Können auch sprengen, ne? Sprengladung, ja. Ja. Was ist da los? Tiberium ist Macht. Nix, wo, was wo denn? Wo ist eine... Soldaten! Hm? Bewegung vorwärts! Wo hier Tiberium-Belastung gemessen war, da oben bei den Jungs. Ah! Ja, dann versuchen wir es jetzt doch mal mit kleinen Einheiten. Heute haben sie noch nicht angegriffen. Nieder mit den Unterdrückern sind die Feinde! Schnell! Nun ja. Dann schauen wir mal, was sich jetzt ergibt hier. Ich muss mein Getränk da. Ist auch nicht mehr ganz frisch. Ja, deine Cola? Mhm. Sure. Au. Vor 225 Jahren gab es die erste Impfung, und zwar gegen Pocken. Mhm. Die erste Person, die geimpft worden ist, war ein 8-jähriges Kind. Cool. Das ist unser Weg. Ja, nach die Fampi und erhol dich gut. Auf, dass es dir morgen schon wieder besser geht. Oh. Fampi hat heute auch die zweite Impfung, der ist auch müde. Ohne ja, ja. Ich fühle mit dir. Schlaf schön. Ich habe gerade geschlafen ein bisschen. Ohne jede Spur.
leise. Hier die Türme mit Sensor. Unterwegs. Ja, ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Aber aus. Lautlos. Das ist unser Weg. Holla, die Waldfee, hier sind einige. Feindliche Basis in Sicht. Leise. Unterwegs. Feindliches Kommando. So viel dazu. Aber siehst ja, hier sind die noch. Naja, aber was war noch dazwischen? Du bist ja jetzt außenrum geflogen. Wir können auch außenrum fahren. Dann könnten wir uns. Da, guck mal, da waren noch welche zwischen den Häusern. Ja, die habe ich gesehen. Mhm. Könnten wir vielleicht riskieren, einen kleinen Trupp unseren Sammler dahin zu schicken. Warte, ich breche jetzt erstmal hier unsere Verteidigungstruppen aus. Abgebrochen. Ich brauche jetzt mal einen Sammler. Einen zweiten, der dann nach da unten fährt. Und dann nehme ich hier einen Teil der Truppen. Nee. Ich gehe einfach so erstmal dahin und gucken wir mal, was passiert. Der Feind scheint ja jetzt ein bisschen nervös zu werden hier. Das war ja schon die ganze Zeit. Es sind nur noch diese drei Gebäude. Das wäre natürlich der Burner, wenn wir das jetzt noch mal abfrühstücken könnten da unten. So viel ihr könnt. Ups. No. Ich schick den erstmal so dahin jetzt. Bitte. Getarnt, siehst du? Shadow-Team erwartet Befehle. Mhm. Erstmal ist er getarnt. Ja, ja, die Pitbulls können ja enttarnen. Hm? Die Pitbulls können ja enttarnen. Infanteriegebäude, Infanterieflugeinheiten, Flugeinheiten. Wir haben eigentlich nichts, was gegen Panzer gut ist. Außer unsere Fußsoldaten. Ja. Shadow Team erwartet Befehle. Bau unterbrochen, abgebrochen. Ich glaube, da kann nicht mehr wirklich nachproduzieren. Ist noch eine Waffenfabrik, aber.
Jetzt wird geerntet. Ausbildung. Gehen wir auf die Jagd. Wo ist der? Der ist nach da oben gegangen. Gehen wir auf die Jagd. Ist die Lösung. Und so reichen die Mittel. Okay, ja. Gibt halt manche Leute, die kriegen irgendwie alles in den Arsch geblasen. Ausbildung. Auf zu den Kristallen. Redet ihr die ganze Zeit so komisch und heißt Milchbaum? Gehen wir auf die Jagd. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Nein, aber es sind viele weibliche Streamerinnen, die sich einfach nur lächerlich machen vor der Kamera. Wir haben die Raketen. Ja. Und dafür was Geld kriegen, also ich weiß nicht mehr. Wir haben die Raketen. Ich bin da so etwas so... Gehen wir auf die Jagd. Wir haben die Raketen. So ein bisschen unter meiner Würde. Das ist bloß die Titten in den Zeiten. Dann kriegst du, haben wir direkt 5 Millionen Subs. Ich weiß. Aber sowas. Ist immer noch unter meiner Würde. Ja, protestieren. Prostituieren uns nicht für Geld. Wir haben die Raketen. Okay. Wir haben die Raketen. Na, das ist dann was anderes. Da ist es wahrscheinlich auch verdient. Wir dann haben ist, die Raketen. Ist das auch in Gehen Ordnung? Gehen wir auf die Jagd. Im Moment ist das da unten so friedlich. Wird uns befreien. Hilf mal da. Ja, mehr Tiberium. Ich würde sagen, das ist unser Tiberium Sieg auf der Map jetzt. Hast du gemessen. Wir haben die Raketen. Shadow Team. Leise. Wir haben die Raketen. Nieder mit der GDI! Hier lang! Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Ja, dann haben wir, glaube ich, bald genug. Dann sammeln wir hier alles ein, sobald die aktuelle Produktionsreihe durch ist, und dann kriegt er aufs Maul. Ja. Dann kommt vielleicht eine interessantere Mission. Ja, war jetzt schon interessant, aber langwierig. Wir haben die Raketen. Ja, gut. In dem ganzen Warten, Warten und Warten. Wir haben die Raketen. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Ja, Übermacht. Ja. Bin ja mal weg.
Da ist ja schon der neue. Der nächste wieder. Also das hat sich jetzt echt gelohnt hier. Die Kombination aus neuem Sammler und hier in der Ecke mal nachgucken. Ja. Ob die, der Feind immer noch da ist. Aber das, was hier stationiert war, hat uns, glaube ich, schon alles entgegengeworfen. Sammelt sich schon wieder eine Menge Tiberium an. Ich wäre ja soweit. Ich bin unterwegs. Wir sind bereit. Dann kannst du ja hier mal grabbeln gehen jetzt, Junge. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Dies wunderbare Leuchten. Man kann nie genug haben. Noch 4 Mann und 4 Panzer. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Feurige Zerstörung! Es wird wieder wärmer. Mhm. 23 Grad morgen, das ist okay. Ja. Feurige Zerstörung! Unzureichende Mittel. Ja, aber immer noch Regen. Aber naja, mit Regen kann man auch noch gerade ebenso noch leben. Ja, wir müssen ja nur kurz zum Ethik und Getränkemarkt. Zum Getränkemarkt, ja. Da hat sich das auch erledigt. Ich muss noch mal eben gucken. Ich habe, glaube ich, morgen noch Termine. Briefing Call auf jeden Fall um 15 Uhr. Feurige Zerstörung. Nein, nur den Briefing Call. Montag habe ich. Dienstag. Feurige Zerstörung. Mittwoch. Und dann ist Urlaub. Aber immer nur Kleinigkeiten. Ja, dann lass uns doch morgen Joni zusammen mit dem Auto von der Schule abholen. Und man, die sehe ich ja immer noch. Es ist alles bereit. Es wird ja, und dann einkaufen halt, ne? Ja. Tiberium-Belastung gemessen. Erstmal hier hin vorrücken und sagen. Wo? Einheit wird angegriffen. Opfert sie den Flammen. Einheit verloren. Paar Widerstandsnester hier noch. Tiberium-Belastung gemessen. Ja, du musst einmal zur Basis zurück. Warum? Ja, da sind Leute im Tiberiumfeld. Ganz offensichtlich. Ja, weil sie immer noch nicht losgefahren sind. Ach so. Die ganze Truppe ist so groß. Langsam. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Räuchert sie aus. Stealth-Einheit geortet.
Niemand entkommt den Flammen. Feindliches Kommando entdeckt. Tiberium will das. Na los, Angriff. Mach die platt hier. Vorwärts, Kollegen. Jetzt sind wir gleich wieder platt. Viel ist da nicht mehr. Wir werden siegen. Keine Überlebenden! Hinter uns sind auch noch fünf. Ja. Feuer frei! Macht sie fertig! Bleibt in Bewegung! Feuer! Raketen! Jetzt bauen ein paar Phantome. Nur die Phantome? Ja, das ist doch jetzt. Wie viele Fahrzeuge haben wir doch jetzt alle, oder? Also Shadow Team hier, die Gleiter. Ausbildung. Und dann versuch einfach mit denen da mal rüber zu rasen und dann zack, 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 zack. Müsste eigentlich gehen, ja. Shadow Team erwartet Befehle. Das Tiberium wird uns befreien. Shadow Team erwartet Befehle. Der macht ja gar nichts. Nö. Ja, mehr Tiberium. Wahrscheinlich, weil da. Ach, wir mal aus. Ja, der war wahrscheinlich für ihn mal mit ausgewählt. Zum Angriff oder so. Shadow Team erwartet Befehle. Unzureichende Mittel. Worauf sind die denn spezialisiert? Infanterie. Ja, aber die haben auch Sprengladung gegen die, ja. Du musst ja eigentlich nur die drei Dinger da hinten sprengen. Zwei ja sogar nur noch. Shadow Team erwartet Befehle. Zwei, ja. Shadow Team erwartet Befehle. Shadow Team erwartet Befehle. Ich sehe das Leuchten. Ich sehe das Leuchten. Shadow Team erwartet Befehle. Einen noch. Dann haben wir 10 Stück. Mal sehen, wie weit die kommen. Unzureichende Mittel. Wenigstens haben die nicht mehr so krasse Wegfindungsprobleme hier. Okay, da sind sie. Da Vinci. In Bereitschaft. In Gleitflug. Hier geht's lang. Luftabwehr steht hier jedenfalls keine. Hier müssen wir den Bauhof. Feindliche Einheiten in Sicht. Feindliche Basis in Sicht. Feindliches Kommando entdeckt. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Bereit. Jetzt schnell. Vorsicht.
Scheiße, ging nicht. Schon tot. Ja, ja, ja. Ja, dann Panzer. Sie ist ja dritt sind die weg. Infanterie-Flugeinheiten, ja. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Ist ja hauptsächlich Infanterie, was da jetzt noch steht. Ja. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Haltet die Augen auf! Gehen wir auf die Jagd! Aufpassen! Gehen wir auf die Jagd! Hier, Raider! Los, los! Gehen wir auf die Jagd! Ich hab was für Sie! Gehen los wir geht's. Auf die Jagd! Gehen wir 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 auf die Jagd! Das ist aber relativ günstig, auch, wa? 400, gehen wir auf die Jagd! Ja, ja. Klein, ja. Unzureichende Mittel. Leute, wo ist das Geld? Tja, das liegt da in Form von Ressourcen. Gehen wir auf die Jagd! Soll ich nur die Raider-Buggy nehmen und damit los? Gehen wir auf die Jagd! Damit kriegst du auf die Jagd. Kriegst du damit überhaupt die Gebäude platt? Nö. Aber mit der Menge vielleicht? Ja. Hier sind ja noch. Ist da noch ein? Schaut die Tanks ab. Flammenpanzer zum Mitnehmen. Wir sind bereit. Da ist noch ein Flammenpanzer. Langsam. Nehmen wir den mit. Wir werden siegen. Vorsichtig. Nichts kann uns stoppen. Oh, hier ist sogar noch ein Ingenieur. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Das Feuer ist mit uns! Gehen wir auf die Jagd! Unzureichende Mittel. Flammen sind hungrig. Kriegt er halt alle 2 Minuten mal auf der Fresse. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit in feurige Zerstörung. Da. Und so Duisburg ist ein kleiner Panda entlaufen. Oh nein. Feinde werden brennen. Niemand entkommt hier. Unsere Feinde werden brennen. Die Anlage ist aber intakt, die wissen nicht, wer da entkommen konnte. Brennt alles nieder. Räuchert sie aus. Brennt alles nieder. Oh, endlich. Ja, wir haben's. Mission fehlgeschlagen, sie waren zu langsam. Dann wär's aber gestern schon fehlgeschlagen. Ja, jetzt sagen die dir ja erst, wenn du sie eigentlich geschafft hättest. Achso. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. General Qatar sagt, ihr werdet euch noch nie begegnet.
aber du weißt sicher von ihren Heldentaten. Neben dir ist sie das größte militärische Genie, das wir haben. Der Philadelphia-Anschlag war ihre Idee. Meine Idee, ja. Aber ihr Weitblick machte ihn möglich. Und unser Commander hat sie umgesetzt. Nun, mein Sohn, musst du mir helfen mit Phase 2 dieser Kampagne. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen, aber General Qatar überwacht deine kommenden Missionen persönlich. Erweise ihr denselben Respekt, den du mir erweist. Selbstverständlich. Natürlich. Kane hat recht. Wir machen gute Fortschritte. Mehr, als ich für möglich gehalten hätte. Aber wir haben einen schlafenden Riesen geweckt. Die GDI wird versuchen, mit einer mächtigen Streitmacht zurückzuschlagen. Es liegt bei Ihnen, Commander. Zeigen Sie der Welt, dass Nord nicht zurückweicht. Und? Okay. Machen wir. Phase 2. Jo, sagte er ja. 5 Wochen später. Einige kleine Scharmützel wahrscheinlich. Commander, ich hatte es befürchtet. Der Vergeltungsschlag der GDI war verheerend. Offenbar konnte ein GDI-Commander der nordöstlichen Zone seine Truppen schneller als erwartet zusammenziehen. Nicht nur, dass sie uns aus den blauen Zonen verdrängten, wir mussten auch in allen gelben Zonen herbe Verluste hinnehmen. Wir waren vielleicht etwas zu aggressiv. Aber keiner würde Kane jemals ungestraft widersprechen. Bitte. Verzeihen Sie die Bosheit, Commander. Sie müssen verstehen. Ich will doch nur das Beste für die Bruderschaft. Der Gedanke, den Krieg zu verlieren. Nein. Wir verlieren ihn nicht. Wenn Kane einen Krieg will, gehorchen wir ihm. Das wird wie im zweiten Tiberium-Krieg auch hier funktionieren. Sie müssen die feindlichen Truppen wie Wasser in dieser Region teilen. Aber verraten Sie ja nichts über Ihre Ziele in Brasilien. Diese gelbe Zone macht uns am meisten Sorgen. Unser Labor steht dort unter GDI-Beschuss. Kane verlangt, dass wir es auf jeden Fall halten. Dann halten wir es doch. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, Commander. Aber nicht einmal ich weiß, was dort vor sich geht. Das nervt sie. North Carolina, gelbe Zone G6. Mhm. Gefechtsstand. Seien Sie gewarnt, Bruder. Passen Sie auf sich auf. Killian hat ihren Posten nicht, weil sie auf andere Rücksicht nimmt. Sie hat ihre eigenen Pläne. Wieso erzählt Kenny eigentlich nichts von den Vorgängen in Brasilien? Ich kann ihn trauen, hm? Soweit ich gehört habe, soll Kane dort an einer Tiberium-Waffe arbeiten. Heimlich still und leise. Wir vernichten jetzt die GDI mit einem Schlag. Mann, ist Kane brillant, oder was? Aber nicht so voreilig. Die GDI macht noch mächtigen Druck. Während wir uns unterhalten, rücken ihre Truppen vor. Halten Sie die Stellung und schlagen Sie alle Einheiten in der Region zurück. Und dann transportieren wir die... Naja, dieses Ding... Wie Sie sehen, bin ich unterwegs nach Sao Paulo, Commander. Ich freue mich schon auf dieses Feuerwerk. Wir sehen uns. Gut. Die Amazonaswüste. Nun. Dass der Amazonas mal eine Wüste wird? Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfange Nachricht. In diesem Labor befindet sich ein Gerät, das für Kane sehr wichtig ist. Wir müssen es vor GDI-Angriffen schützen, koste es, was es wolle. Okay. Das EMP-Spulen-Upgrade des Raider-Buggies ermöglicht diesen die vorübergehende Deaktivierung mechanischer Einheiten. Dieses Labor ist für Kane sehr wichtig. Wir dürfen nicht versagen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wow. Einheit wird angegriffen.
Wo sind die Feinde? Bau Angriff! Abgeschlossen. Wenn wir uns verteidigen müssen, ist das ja easy. Dann brauchen wir uns ja eigentlich für den Moment zumindest nur eingraben. Mhm. Ungeeigneter Bauplatz. Wow. Ein Laserturm, dann zwei Luftabwehrdinger. Ja, guck aber lieber mal. Sind da Sachen kaputt? Ja. Reparatur. Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Alles Reparatur ist kaputt. Läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Guck mal, was rechts von uns ist. Nicht, dass da irgendwelche Überraschungsgäste kommen können. Nee, ist nichts. Ist Ende. Die Karte ist ja vorbei. Okay, gut. Abgeschlossen. Schwein der Geheimnisse, steht hier schon irgendwo einer? Nee. Initialisiere Videoablick. Gute Arbeit, Commander. Sichern Sie jetzt erstmal das Labor, damit Kane in Ruhe arbeiten kann. Unterstützung wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Empfange Nachricht. Im Norden ist ein Vorposten der GDI. Zerstören Sie ihn, um das Nordlabor zu sichern. Ja. Hab ich fast gedacht, aber initialisiere Videoablick. Möchten Sie gerne ein paar Scorpion-Panzer zum Spielen haben? Gerne. Scorpion-Panzer stehen in der Waffenfabrik bereit. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Jetzt wird geerntet. Verstärkungen bereit. Trotzdem noch ein Laser, ein Dings und ein zwei Flug. Stützpunkt werden wir früher oder später schon kriegen. Abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Raketen einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ah, ungeeigneter Bauplatz. Er muss da irgendwo passen, Digga. Ja, du hast ja schon so viel. Ungeeigneter Bauplatz. Was ist unser nächstes Ziel? Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, jetzt noch einen davon. Baut. Und zwei davon. Dann haben wir es erstmal. Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal. Bau abgeschlossen. Scorpion Panzer bauen. Ausbildung. 10 Stück. Ist auch nur da oben. Warte mal. Der war gerade einmal kurz. Ich meine, in der Mitte wäre einer kurz gewesen. Hier irgendwo. Meiner wohnt wohl nicht. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Na, komm schon.
Irgendwo hier wirst du noch passen. Ungeeigneter Bauplatz. Skorpion ist bereit. Da. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Skorpion ist bereit. So. Skorpion ist bereit. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Baut. Bau abgeschlossen. Skorpion ist bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Skorpion ist bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Oh. Reparatur läuft. Baut. Wo sind unsere Forschungslabor? Bau haben wir auch abgeschlossen. Noch nicht. Kann sein. Baut. Ich hätte das Gefühl nicht los, ich hätte irgendwas vergessen, aber Ich wüsste jetzt nicht, also Hast ein ordentlich großes Tiberiumfeld außerdem. Die Panzer sind fertig. Unzureichende Mittel, Ausbildung. Da hast du alles, sehr schön. Tarnteinheiten und Gebäude in der Nähe, ist auch nicht schlecht. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Ja, ich glaube nicht, dass nur die wenigen Leute da sind. Ja, eben. Ich wette, die restliche Karte wird bald auch aufgedeckt. Gehen wir auf die Jagd! Reparatur läuft. Gehen wir auf die Jagd. Und dann ist das hier alles nutzlos gewesen. Weil hier oben ist wahrscheinlich... Ja, doch, da ist noch ein Zugang. Ja. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd! Bau unterbrochen. Abgebrochen. Mhm. Baut. Du brauchst jetzt noch einen Turm. Für hier unten gleich. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen... Schlagen wir los! Terror. Das sollte hoffentlich reichen. Feuer. Uns Ziel. Gucken wir einfach mal. Gehen wir auf die Jagd! Gehen wir auf die Jagd! Einheit wird angegriffen. Spiezi, hi! Hallo Spiezi! Den Zap hast du auch gestern schon gedroppt oder vorgestern? Ja, der kann halt immer zweimal. Das ja, das ist seltsam. Eine beachtliche Angriffsbasis errichtet. Diese Basis bedroht unser Forschungs... Ja, es bedroht uns. Das war uns doch klar. Vorreines Bonusziel.
Ja, die Basis werden wir gleich legen, aber erst da oben, lassen wir auch erstmal da oben sein. Aber hier. Bau abgeschlossen. Da werden wir gleich ein bisschen expandieren. Das ist eine 1. Ja. Erobern Sie die Nachschubplattform. Ah ja. Ja gut, dann wir nehmen die ein, ne? Ja, machen wir. Aber erstmal setzen wir hier. Hier, nach hier sind wir ja geschützt, aber nach hier werde ich jetzt noch ein paar Türme bauen. Ja, ja. Roger. Hier machen wir jetzt zu. Und zwar haben wir hier oben schon links jetzt. Unzureichende Mittel. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ja, du kannst auch vorgeschobene Basis gleich machen, ne? Holen wir sie uns. Wer da drüben? Ja. Die GDI ist in der Stadt. Das spüre ich. Sind unterwegs. Tiberiumfeld abgebaut. Okay. Reparatur läuft. Wo geht der Sammler jetzt sammeln? Ja, da. Einer hier. Und der zweite? Da oben, denke ich. Ich weiß es aber nicht. Ich sehe ihn nicht. Ja. Tiberium ist die Lösung. Wir brauchen mehr. Gebäude online. Baut. Ausbildung. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich, uns hier vorzusetzen, ne? Und hier Einheiten auch überall reinzupacken. Ja. Aber viele Einheiten habe ich jetzt derzeit gar nicht. Nee, du hast bis jetzt nur Fahrzeuge gebaut. Ja, dann brauchen wir jetzt Kampftrupps, 20 Stück. Ja, die, weil du die willst ja in die Häuser reinsetzen, dann sind nur die zwei da oben sinnvoll. Feurige Zerstörung. Das sind zwei, drei, vier Fahrzeuge stark beschädigt. In Position. Geht klar. Die Bruderschaft vertraut mir. Ja. Feurige Zerstörung. Wie kann ich denn den Außenposten? Hier war das. Genau. Genau. Okay. Ich werde dann gleich bauen. Er greift aber nicht an, ne? Nee, 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 nee.
Das ist doch ein Rotz. Welcher? Was ist das jetzt? Oh. Was steht als nächstes an? Los, los! Erntet so viel, wie ihr könnt. Ja, wir bauen so viel gleichzeitig wieder. Damit unser... Abgebrochen. Ich mach das anders. Abgebrochen. Abgebrochen. Das können wir jetzt im Moment nicht finanzieren. Abgebrochen. 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 Wir brauchen jetzt... Ja. Die kann ich jetzt im Moment auch nicht gebrauchen. Abgebrochen. Die Bruderschaft vertraut mir. Abgebrochen. Bau wir brauchen jetzt den Botschafter, sonst kommen wir... Hat der Feind zu viele Möglichkeiten, die Zeit zu nutzen, quasi. Ja. Nicht da, dass doch das zu Bären führt. Ja, das wächst ja nicht so schnell nach. Nord braucht mehr Land. Ja. Skorpionpanzer! Beginnen Angriff! Wir legen die jetzt, die hier sind, setzen uns hier vor, nehmen das hier ein, setzen uns davor. Mhm. Sind unterwegs! Ein Dreher an die Hütten. Holen wir sie uns! Die macht hier Platz! Halten. Wo ist der Colonel hier, der Meisterlampe? Wo ist er? Stopp, stopp. Bei der Hand auf Nord. Hand auf Nord, genau da. Da ist er ja. Was brauchen Sie? Mehr Gebäude. Wir sind bereit. Und das Fahrzeug müsste auch fertig sein. Wir machen nämlich im Moment Plus. Ja, ja. Den holen wir uns jetzt mal eben. Wo ist er? Wo steht er? Der steht mit Sicherheit somewhere over here. Weiß nicht, wie der aussieht. Ich häng sie alle ab! Nee, nee, das ist er nicht. Rider Buggy? Wir werden siegen. Nee, Es ist alles Was bereit. Was steht als nächstes an? Silos das Feuer ist, es ist alles bereit. Welcher ist das? Doch, das ist ja jetzt einer der eins, wo es eine Einfang gibt. Ja, ich schick die alle erstmal hier hin. Langsam. Obwohl, nee, ich will auch noch welche hier haben. Wir werden warten. Oder ist der hier oben bei? Wird nicht verleugnet werden. Nein, der fährt ja jetzt. Achso, hast du gefunden. Jetzt kannst du die Fußtruppe bauen. Gebäude besetzt. Ausbildung. Bonusziel erreicht. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Skorpion ist bereit. Nord braucht mehr Land. Da war auch einer bei. Ja gut, wusste ich ja nicht. Hier oben müssen wir zumachen dann, ne? Ja, dann kannst du auch da oben einen hinsetzen. Ja. Du kannst da Verteidigungstürme bauen und unten machst du dann den für die Raffinerie und... Baut. Wir nehmen uns, was wir wollen. Genau, er kann nämlich nur hier durchkommen. Die Bruderschaft wird nicht verleugnet werden. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Weißt du noch nicht. Oh, jetzt. Schatzi, guck mal da oben. Ich wäre dann soweit. Vorwärts! Super. Fuck, Scheiße! Holen wir sie uns. Feuer! Einheit befördert. Beginnen Angriff. Ausbildung. Die macht ihr Platz. Geht klar. Ja, der hatte dieselbe Idee. Und wo sind die Konservendosen?
Suchen wir sie! Hier, Raider! Wir werden sie kaputt stoppen. Ist das für Ding schon wieder... Wir sind bereit. Silos benötigt. Nee, du kriegst keine Silos. Unser Einfluss wächst. Du kriegst jetzt erstmal... Menschen, oder? Das Tiberium wird uns befreien. Ab nach Hause. Ist noch gerade einer drin und litt ab. Wir haben Tiberium ist aber kein Platz mehr. Ach so, ja. Weil wir produzieren ja auch gerade gar nichts. Ausbildung. Kämpfer durchladen! Haben wir da hinten erstmal Menschen, damit da die Basis auf jeden Fall gesichert. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Maut. Die Bruderschaft Kämpfer muss durchladen. Wachsen. Kämpfer durchladen! Mal sehen. Mau abgeschlossen. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Mein Gott. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Baut. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Der ist noch nicht fertig. Ja, das ist doch. Kämpfer durchladen! Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Ungeeigneter Bauplatz. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Baut. Energie. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Baut. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Ungeeigneter Bauplatz. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Bau abgeschlossen. Bau. Wir haben die Raketen. Bau wir haben die Raketen. 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 Bau abgeschlossen. Schwarze Hand einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Schwarze Hand einsatzbereit. Baut. Was sind die anderen Türme, die da noch sind? Flugabwehrgeschütze. Unzureichende Mittel. Oh. Naja, ein bisschen ist er noch da. Schwarze Hand einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Baut. 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 Schwarze Hand einsatzbereit. Ja, du bist ja jetzt schon 32 Monate dabei, die. Und das ist fantastisch, ist das. Das könnte man sich nicht anders wünschen, so verstehst du das? Ungeeigneter Bauplatz. Shadow-Team erwartet Befehle. Reicht doch jetzt hier, oder? Baut. Jo. Jetzt mache ich nur noch Dingens. Unzureichende Mittel.
Ausbildung. Ich mach die Feuerdinger noch auf jeden Fall. Mhm. Bau abgeschlossen. Shadow Team erwartet Befehle. Nordmod ist bereit. So. Shadow Team erwartet Befehle. Nordmod ist bereit. Baut. Hier kommen sie auch nicht durch, denke ich. Fürs Erste. Ja. Bau abgeschlossen. Nordmod ist bereit. So. Nordmod ist bereit. Das sollte erstmal schicken hier. Das wird auch noch eine ziemliche Überraschung, wenn ich hier hinlaufe. Weil. Bau abgeschlossen. Da kann keiner mehr sehen hier. Guck mal. Jetzt musst du noch einmal ein Energie-Ding bauen. Nordmod ist bereit. Baut. Wir brauchen Silos. Ach, was. Auf keinen Fall. Nimm den, der immer nach oben fährt von den Sammlern, doch mit rüber zum blauen Gebiet. Jo. Wir brauchen noch mehr. Genau. Nordmod ist bereit. Dass der überhaupt noch lebt, wundert mich. Also der Feind ist sehr schlecht organisiert hier. Ne, der verteidigt nur, der... Nordmod ist bereit. Will nicht aktiv irgendwie sein. Aber ich dachte, der will meine... Ja, dachte ich auch, aber... Nordmod ist bereit. Guck mal, hier hat er sich vorbereitet. Falls da von da einer kommt. Mhm. Hier nicht. Hatte er ja, da waren ja Bunkeranlagen. Nordmod ja. ist bereit. Aber da, guck dir das mal an, da ist ja kaum Widerstand. Ich weiß nicht, der hat da noch irgendwas im Petto, da ist... Ja. Das kann nicht alles sein. Nordmod ist bereit. Aber dann kannst du jetzt losziehen. Nee, der verarscht uns. Ja, sag ich doch. Der verarscht Nordmod uns. Ist bereit. Aber knallhart, boah, komm, ich hol mir jetzt ein Bier. Ist überhaupt was kalt stehen? Ja, das, was du mir für gestern kalt gestellt hast. Nordmod ist bereit. Ist immer noch da drin. Ach so, da sind auch noch zwei drin. Ich hab doch gestern kaum was getrunken. Ach so. Nordmod ist bereit. Nordmod ist bereit. Gehen wir auf die Jagd. 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 Weißt du auch, aber du darfst ja ein Stück machen. Ja. Gehen wir auf die Jagd. Geht's dir denn gut jetzt? Ja. Ich war vorhin einfach nur platt. Gehen wir auf die Jagd. Ja, geschlafen habe ich ja nicht. Jonas lässt einen ja nicht wirklich schlafen. Nicht wirklich. Gehen wir auf die Jagd. Aber also schon, auch so mit süß und so, aber zwischendurch kommt halt immer noch mal der kleine süße Ruf nach Aufmerksamkeit. Ja, vor allen Dingen, der Vogel. Der Vogel? Ich weiß nicht, was das ist. Ist dein Sohn, von dem du da redest? Ja, ich sag zu ihm, ist so, mir tut der Arm weh, pass bitte auf, was macht er? Geht auf einmal mit seinen Ellenbogen, bohrt er sich in meinem Arm rein, Gott sei Dank nicht auf der Stelle, sondern 2 Millimeter daneben. Oh. Ich so, was machst du da? Oh, Entschuldigung. Gehen wir auf die Jagd. Da war ich natürlich erstmal wach. Ja. Guck mal mit dem Geld hier. Kriegen die kaum wegproduziert. Ja, weil zwei unten abknuspern. Ja, da ist zwar bald weg, aber hey. Ja. Silos benötigt. Dann bauen wir mal 2-3 Tiberium-Silos, mein Gott. Skorpion ist bereit. Bau abgeschlossen. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer ist gleich aus dem Häuschen? Skorpion ist bereit. Bau abgeschlossen. Flotsch. Ah, jetzt werden aber die teureren Dinger gebaut. Gleich, ja. Das dauert jetzt. Ja. Skorpion ist bereit. Das Tarnfeld tarnt Verbündete und fügt Verbündeten, aber auch feindlichen Infanterieeinheiten schwere Schäden zu. Ja gut, da stehen 5 Männer. Skorpion dafür ist bereit. Gebe ich jetzt keine $3000 aus. Skorpion ist bereit.
Scorpion ist bereit. Das wird auf jeden Fall gleich. Scorpion ist bereit. Extremely funny hier. Alles klar. Bis gleich. Scorpion ist bereit. Viel Spaß beim Neustart. Als ob man da Spaß bei hat. Scorpion ist bereit. Warte mal. Hier ist ja auch eine Waffenfabrik. Ja. Scorpion ist bereit. Stimmt, du hast halt zwei. Ja. Die wird dann jetzt hier mal. Ausbildung. Ein paar Panzer bauen. Scorpion ist bereit. Baut. Bau abgeschlossen. Scorpion ist bereit. Zerstört. Scorpion-Panzer! Scorpion ist bereit! Ja, komm! Dann warten wir mal eben auf Spisi, bis wir, Ja. Scorpion ist bereit! Feurige Zerstörung! Scorpion ist bereit! Vielleicht hat er Lust, das Feuerwerk mit anzuschauen. Stimmt. Feurige Zerstörung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feurige Zerstörung. Okay. Das bedeutet für mich, wir brauchen noch ein Flugabwehrgeschütz. Das war nicht effektiv genug. Bau abgeschlossen. Tiberiumfeld abgebaut. Ungeeignete Bau. Ungeeignete Bauplatz. Unser Schutzpunkt wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Mit Lufteinheiten kommt der Penner. Ja. Feurige Zerstörung. Feurige Baus. Zerstörung. Wo will der denn hin? Unzureichende du gehst mal da, Knusmann, Kumpel. Wir brauchen mehr. Aber der rennt jetzt oben rum, Schatz. Die rennen oben rum. Zieh die nach unten. Die andere auch. Die sind gleich platt. Ja, ist doch gut. Ich hab ihm eigentlich den Befehl gegeben, zurückzukehren, ne? Mehr Tiberium. Grüne Felder. Wir müssen uns beeilen. Tiberium ist die Lösung. Aha, er geht brav nach unten. Gut. Panzerdivision! Schirmt die Tanks ab! Ja, hier wird so schnell keiner durchkommen. Da geht auch wieder nach oben. So, den müssen wir jetzt mal eben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wo ist Nummer 3 von den Sammlern? Gute Frage, nächste Frage. Nee, den hattest du auch nach oben geschickt. Der müsste irgendwo hier unterwegs. Nee, der ist, glaube ich, schon rüber. Du hattest den irgendwo hier auf die linke Seite geschickt. Das Tiberium wird uns befreien. Ich glaube, der ist ein Stück oben. Ich glaube, ich sehe den. Ist er das nicht? Grüne Felder. Ja. Feurige Zerstörung. Wir
Sie brauchen noch mehr. Und immer noch ein bisschen mehr. So, aber ich würde sagen, wir speichern mal kurz. Wo ist bleibt Spießi? Ja. Jetzt gibt sie Rache für gestern. Freysi. Halt dein Freysi! Halt doch dein Freysi! Es wird Asche regnen. Ja. Davon kannst du ausgehen. Na gut, laufen wir mal los. Aber hier mal hallo. Vorwärts. Einheit wird angegriffen. Opfern Sie den Flammen. Welcome back, da bist du genau richtig zum Feuerwerk. Steht davor. Opfern Sie den Flammen. Brennt alles nieder. Opfern Sie den Flammen. Einsatzziel erreicht. Brennt alles nieder. Mission erfolgreich. Ja. Massenweise einhalten, das ist die Lösung. Mhm. Okay. Die Atlantikküste. Okay, die letzte Mission in Brasilien, ich schwör's. Alle Komponenten für die T-Bombe können ausgeflogen werden. Das einzige Problem ist, erraten die GDI. Sie hat den einzigen Flughafen besetzt und wir brauchen etwas für den Transport, aber das wird nicht schwer sein. Ein echtes Problem ist, dass die GDI ein paar schwere Geschütze in Bereitschaft hat. Vielleicht zielen die auf Kanes T-Bombe. Durchbrechen Sie die Verteidigungslinien, schaffen Sie Platz, damit die Transporter durchkommen. Und wir dann hoffentlich auch. Eieieiei. Unsere Vertigo-Bomber werden derzeit auf der Landeplattform betankt und bewaffnet. Jeder dieser Stealth-Bomber ist mit einer Bombe für die Zerstörung feindlicher Gebäude beladen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfange Nachricht. Diese Artilleriebatterie nördlich von Ihrer Position ist eine von drei Stellungen, die unseren Rückzug gefährden. Zerstören Sie diese Stellung mit Vertigo-Bombern. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ei, ei, machen wir sofort. Ausbildung. Und zwar am besten, bevor sie schießt. Ziel verifiziert. Ja, er schießt schon. Mhm. Vertigo. GDI-Artilleriestellung zerstört. Verstärkungen sind eingetroffen. Kampfsteuerung erweitert. Unser Stützpunkt wird angegriffen.
Bau abgeschlossen. Initialisiere Video ab. Wir hören, dass die nächsten beiden Ziele gut gegen Luftangriffe gesichert sind. Legen Sie die Luftabwehr lahm, bevor Sie die Bomber startklar machen. Bau abgeschlossen. Verstärkungen sind eingetroffen. Empfange Nachricht. Diese Artilleriestellung südöstlich von ihrer Position könnte uns ebenfalls gefährlich werden. Die letzte Artilleriebatterie steht immer noch. Sehr gut. Initialisiere Video ab. Ich brauche dieses Gerät, Commander. Ich schicke Ihnen Stealth-Panzer. Setzen Sie sie klug ein. Einheit wird angegriffen. Stealth-Panzer sind bis zum Angriff unsichtbar und effektiv gegen Fahrzeuge und Lufteinheiten. Stealth-Panzer sind bereit zur Produktion. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Kommt nur, kommt. Baut. Ja, wird eingegraben. Bist du doch schon so gut wie? So gut wie hier. Abgeschlossen. Ja, ja. Hier ist sicher, alles sicher. Ich habe 2 Tiberiumfelder. Ich kann von hier aus operieren, wie ich lustig bin. Ja, das sind mal kleine. Die GDI hat eine vorgeschobene Basis. Achten Sie auf Ihre schweren Geschütze und die Reparaturdrohnen, die Fahrzeuge in der Nähe instand setzen. Vertigo-Bombe einsatzbereit. Das war schon. Sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir uns eben noch vor Luftangriffen schützen und dann sind wir halt durch. Ich weiß nicht, ob er hier drüber kommt. Wahrscheinlich, ne? Bau abgeschlossen. Keine Ahnung. Baut. Feindliche Einheiten in Sicht. Ungeeigneter Bauplatz. Einheit wird angegriffen. Unsere Stealths sind noch da oben. Mehr Raketen! Kommt nach Hause, kommt rein. Da ist noch einer. Wir haben ja keine Ahnung. Kommt rein. Beschleunigen wir den Scheiß mal hier. So, ansonsten haben wir alles, was wir brauchen, ne? Was liegen da für 3 nette Kisten rum? Wo? Da oben? Bau abgeschlossen. Baut. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Shadow-Team erwartet Befehle. Ungeeigneter Bauplatz. So, jetzt sollte er erstmal schicken. Mhm. Ein getarntes Minenfeld können wir abwerfen. Ja. Was kostet das? Oh, das geht eigentlich. Aber naja, ich spar mal. Ja. Dann schick mal deine Leute da oben hin. Fahrzeuge und Flugeinheiten, ja. Dann bauen wir noch mal. Ausbildung. 10 Stück. 10 davon. 10 davon. Und dann gucken wir mal. 10 davon. Feindliche Einheiten in Sicht. Und dann gucken wir mal, ja. Einsatzbereit. Was ist denn auf der 1? Den Bauhof zerstören. Hm. Okay, und dann die. Zerstören, 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 jawohl. Bau abgeschlossen. Da draußen eine Tür von uns? Ach nee, da sind draußen wieder. Feindliche Einheiten in Sicht. Stealth-Panzer einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Stealth
einsatzbereit. Hey, ist das schön. Wo sind unsere... Genau vor der Hand. Wo ist die... Stopp. Bereit. Entschlossen. Ohne jede Spur. Feindliche Einheiten einsatzbereit. Ja, Digga, das ja. ist unser Weg. Konzentration. Unterstützung wird angelegt. Lautlos. Ah, fuck. Was denn? Einsatzbereit. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Ich brauche hier vorne noch ein, zwei Flugabwehrgeschütze. Auf der Seite. Und dann guck mal nach rechts. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Panzer einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Komm schon! Es ist nämlich leicht nach rechts ein blauer Punkt. Na, jetzt ist er weg, oder? Ach nee, guck mal. Da, den da. Den sehe ich die ganze Zeit und habe mich gefragt, was das ist. Feindliche Einheiten in Sicht. Scheiß fucking Flak. Ja, den zerlegen wir gleich als erstes. Panzer einsatzbereit. So, du bist... Tarnkappensender bereit. Kampfgruppe 1. Ja. Feurige Zerstörung. Ah. Ich glaube, die sammle ich besser hier hinten. Damit wir die nachher besser... Das Feuer ist feurige Zerstörung. Feurige Zerstörung. Hauptsache auf der rechten Seite hier so, damit. Hier unten steht auch noch eine Flak, sehe ich gerade. Schön. Feurige Zerstörung. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, ich freue mich halt immer, wenn welche draufgehen. Ja, das sind die, die wir gerade dann. Da rennen welche an der Stadt, die wir gerade entdeckt haben, rum. Da kommen sie. Oh. Warte mal ab, bis ich die Prismatürme hab. Schöne Obelisken. Was ist denn hier los, Digga? Da bleibt kein Auge mehr trocken. Neues Bonusziel. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Welches Rig? Auf der 2. Scorpion ist bereit. Das da. Ja. Und das darf nicht bis zum Dings. Ich weiß nicht, wo es hin soll. Also nimmst du jetzt seine Unser Stützpunkt wird Nummer 1. Die Flugdinger und... Nee. Auf gar keinen Fall. Weil hier überall Luftabwehr steht. In die Richtung. Wir ziehen jetzt erstmal nach vorne. Oh, die sind auch mit dabei. Oh. Eine Flugeinheit war dabei. Habe ich aber zu spät gesehen. Sie sind zu stark gegen Fahrzeuge. Ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Nee, du musst nicht nach da oben. Man darf nicht nach oben zur 2. Das ist ja voll falsch. Hier ist die 2. Zur grünen 2, glaube ich nicht. Ganz da oben. GDI-Artilleriestellung zerstört. Einheit wird angegriffen. Da.
Stealth-System okay. Die sollen sich da jetzt erstmal austoben und jetzt gucken wir mal, dass wir dieses Rig hier zerlegen. Feindliche Basis in Sicht. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Neues Ziel erfasst. Einheit verloren. Das ging daneben. Das ging daneben. Das Feuer ist es und Asche. Scorpion ist bereit. Gehen wir auf die Jagd. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Base zurück und freshen uns mal auf. Ja. Sonst werden wir da aufgerieben. Die restlichen Truppen können wir ruhig durchaus noch gebrauchen. Unzureichende Mittel. Ja, da oben haben sie jetzt die meisten hingezogen. Ja. Macht nix. Vorher kriegen die den Bauhof hier. Den kriegen wir noch platt. Ja. Ist hier noch viel Dings? Nee, ne? Ausbildung. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Warten noch Zielkoordinaten. Gehen wir auf die Jagd. Langsam. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Feindliche Einheiten in Sicht. Unterstützung wird angegriffen. Vorsichtig. Wir sind bereit. Ja, mit dem Rig da oben will er uns jetzt noch Probleme machen, aber. Langsam. Gehen wir auf die Jagd. Feindliche Einheiten in Sicht. Unterstützung wird angeboten. Wir verlieren die Kontrolle. Ja, was tut er? Reparatur läuft. Unzureichende Mittel. Ist schon wieder mein Getränk leer. Da passt es doch nicht hin. Oh, ich glaube, nach der Mission gehe ich ins Bett. Nur noch ein bisschen. Ja, wir müssen ja nicht immer bis 1 Uhr machen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Systemcheck okay. Auf den ersten Blick hat sicherlich viel Luftabwehr, eigentlich gar keine. Na, was denn? Ich kann's mal schnüffeln gehen. Feindliche Einheiten in Sicht. Nicht nur das. Haben wir ein Ziel? Ja, haben wir. Bestätigt. Ein Dittschum sehe ich ja da schon, aber das ist halt, glaube ich, kein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Nee, das ist kein Luftabwehr. Nee. Aber da vor der Tür ist, glaube ich. Feindliche Basis in Sicht. Nope. Nicht, auch nicht. Gut, gut, gut. Bereite Bombenabwurf vor. Da könnten wir mit den Einheiten, die wir haben, fast schon mit rein. Ja. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir werden siegen. Nichts kann uns stoppen. Opfert sie den Flammen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Mhm. What the Matsche? Feindliche Basis in Sicht. Stealth-Einheit geordnet. Einheit wird angegriffen. Stealth-Panzer einsatzbereit. Feindliche Einheit in Sicht. Opfert sie. Einheit verloren. Wir ran. Ich setz sie ein.
mach das mit dem Bauhof. Besser Blatt. Ach so. Ja, weil er die 1 noch stand, deswegen. Ich jetzt gedacht, du hast einen falschen angegriffen. Also, was heißt falsch? Naja, du kannst ja eh alle platt machen, aber. Anderen. Diese GDI-Artilleriestellung muss zerstört werden, damit wir Brasilien verlassen. Die GDI-Stellungen in der Stadt gefährden unsere Operation. Zerstören Sie sie. Zureichende Mittel. Flammen sind hungrig. Feindliche Einheiten in Sicht. Vorsichtig. Kämpft. Kämpft, meine Krieger. Kämpft. Einsatzbereit. Einheit befördert. Einheit verloren. Angriff bestätigt. Schirmt die Tanks ab. Wir sind eh inaktiv, Schatz. Ja, ja. Du sollst das Ding, das Rick angreifen. Einheit wird angegriffen. Niemand entkommt den Flammen. Räuchert sie aus. Opfert sie den Flammen. Platt die Scheiße! Da! GDI-Artilleriestellung zerstört. Yes! Yeah! Mission erfolgreich. Was eine schöne Folge. Ja! Mach mal weiter! Ja! So, aber nicht. Aber nicht. Gute Arbeit, Commander. Danke, Sie General. Sie führten nicht nur Befehle aus, Sie deckten auch Kanes Plan auf. Kommen Sie, schauen Sie hier. Er baut eine Flüssig-Tiberium-Bombe. Sehen Sie die Abscheide? Sie verhindern, dass das Tiberium die Ummantelung angreift. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es Kanes Plan war, den Krieg zu gewinnen, warum hat er mich nicht eingeweiht? Ihnen kann's egal sein, Commander. Jo. Ich werde mich später damit befassen. Uns beschäftigt mehr die Lage in Australien. Ich bin schon unterwegs. Da wären Sie eine große Hilfe. Aber Kane hat gesagt, Sie bleiben hier in Sarajevo. Er könnte jetzt jeden Moment im Prime-Tempel auftauchen. Okay. Ich hoffe, dass Sie meine Bedenken für sich behalten. Also dann? Viel Glück, Commander. Genau. Wir beide werden es brauchen, denke ich. Die merkt schon irgendwie, Und wir dachten schon, das war's. Keine Ahnung, woher die das wussten. Aber die GDI hat den Transporter mit Kanes Gerät abgeschossen. Und er will es wieder haben. Die ganze Region ist voller GDI-Einheiten. Sie müssen zur Absturzstelle gelangen. Ich melde mich dann, wenn sie dort sind. Viel Glück, Commander. Danke. Sehr nett von Ihnen. Das wird ein heißer Tanz. Ich mag's doch lieber kalt. Die Fertigstellung der Bombe nähert sich bald dem Ende. Es fehlen nur noch die Komponenten aus Brasilien.
Die Zündungen und die Auslöser sind schon bereit und können eine Kettenimplosion der Kristallgitter und der Flüssig-Tiberium-Behälter auslösen. Doch der Explosionsdruck reicht vielleicht nicht aus, um... Dann entwickeln Sie einen anderen Zünder. Ich will dich nicht anlügen, mein Sohn. Ich sag's ungern, aber die GDI ist im Vorteil. Wie ich es Killian schon sagte, wir werden unsere Feinde nicht auf dem Schlachtfeld besiegen. Die GDI reagiert wie erwartet, denn sie zieht all ihre Streitkräfte in Sarajevo zusammen. Deine erste Aufgabe, die Bergung der beim Transit aus Brasilien verlorenen Waffenteile. Danach musst du uns genug Zeit verschaffen für die Fertigstellung der Waffe. Anschließend beginnt dann Phase 2 meines Plans. Wenn alles gut läuft, ist vielleicht bald ein Platz frei in meinem inneren Zirkel. Juhu! Ja, so, das war's dann aber auch für uns für heute hier. Wir sind morgen, nein, ich bin eigentlich morgen alleine, ab 20 Uhr wieder da, weil morgen gibt's die Elektrobude XXL-Ausgabe ab 20 Uhr. Ausgabe 20 haben wir dann morgen. Und Samstag gibt's dann wieder Cyberpunk, denke genau. Ich. Ja, ne, so auf entspannt. Ja, von daher, haut rein, bleibt gesund. Und schlaft schön. Und schlaft schön, ja. Und kommt wieder. Ciao.